Life like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life like a movie, lights, camera, action. Schönen guten Tag, hallo. Und zwar stehe ich an der Autobahn und habe eine Panne. Kannst du dich mal unterlegen und mal gucken, ob du irgendwo eine große Sekunde siehst? Herzlich willkommen! Naja, jedenfalls stehen wir jetzt erstmal hier. Auto komplett aus, als wenn er die Batterie abgeklemmt hat. Ja, gibt gar nichts mehr, nicht mal mehr Warnblink oder sowas, komplett tot. Naja, holen wir uns lieber den kleinen. Die kleine Störung jetzt ab, bevor in Spanien irgendwas passiert oder so, wird schon weitergehen. Man kann sich doch über einen Warnblink freuen, ne? Wir sind da. Oh, ein bisschen wild hier aus, ja. Aber es lieselt leicht, okay. Ich werde jetzt mal gucken, wir dürfen heute noch nicht hinchecken, weil es erst morgen losgeht. Aber naja, hinter mir ist schon mal mehr. Vielleicht hört man schon eben mal kurz drin oder irgendwas. Okay, alright. We have a supermarket here, okay? Yes. We want to buy anything from 9, but it opens from 9 to 2. Oh, okay, thank you. We have a restaurant which is open from morning till 9. Alles klar. Okay, sure. Bye. Das ist B8, ja. Top. Nico, dann schauen wir uns die Dusche. Dann springen wir da jetzt erstmal drin. Fahren müsste und los. Also, kurze Zusammenfassung. Durchgekommen sind wir ja, wie gesagt, bis auf den kleinen 45-minütigen Ausfall des Fahrzeugs. Gut. Karre ist auf einmal in Notlauf. Keine Leistung mehr, alle Lampen auf einmal. Aber natürlich, ne? Du hast dann 3 Grad, es wird dunkel, leichter Niesel, komplett arschkalt. Und du stehst so am Straßenrand, ohne Warnblinker, weil der ging ja nicht, dass du raus musstest aus dem Auto, draußen gewartet hast. Also war eklig. Und ansonsten, jo. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Und dann zünden wir hier mal eine ganze Woche durch. Ist natürlich klar, wir wollen noch ins Meer, wenn das besser Wetter ist. Badehose haben wir bei, geht los. Und Roccos Ranch steht jeden Tag noch auf dem Dings. Wer die kennt, da ist eine Riesentreppe drin. Bin ich mal gespannt. Springst du. Ich hab's ja nicht ganz so mit dem Springen. Aber ich meine, ich bin auch die Treppe in Dolle gesprungen. Ich guck mal. So was gibt's auch nicht in Deutschland. Wir kommen zur Trikotabteilung, wie man das kennt. Fußball, 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 Fußball. Aber jetzt pass mal auf. Ganz trocken tatsächlich eine richtige Red Bull KTM Racing Jacke und Cap. Nicht schlecht. Wenn du die hier kaufst, bist du sofort Profi. Guck mal, mit der Cap und der Jacke siehst du sofort schnell aus. Ja. Aber kein Preisschild dran, ja. Aber wir haben nicht so viel. Guck mal einen anderen Tag nochmal, was die hier kostet. Ja. Oh, krass.
Alter, das ist richtig vakuumiert hier. So, ist das jetzt Frühstück oder Mittag? Wie spät haben wir denn? Ja, Mittag, würde ich mal sagen. Freie teilt. So eine Ecke. Ach, die Ecke. So. Hier, Nico. Weil du heute Abend wieder heulst. Ich will nicht arbeiten. Kein Strom. Herzlich willkommen zu den Lions News. Heute haben es die News vielleicht nicht ganz so eilig, dafür ist es umso wichtiger für uns. Denn wir möchten noch einmal unsere neuen Kanalmitgliedschaften präsentieren. YouTube und Instagram, jeder mit seinen ganz eigenen Vorteilen. Des Weiteren möchten wir noch einmal betonen, dass wir jetzt jeden Montag einen Sportkurs abhalten, zu dem ihr euch auf unserer Website anmelden könnt. Also kommt vorbei. Zudem werden wir, um die Wartezeit für die Videos zu verkürzen, ein neues Format ins Leben rufen. Es wird jetzt jeden Montag einen Reaction-Stream geben, wo ihr uns Videos zuschicken könnt, Meinungen mit uns teilen könnt, Fragen stellen könnt und wir einfach gemeinsam uns das Ganze ansehen. Also, schaltet Montag ein. Und damit Ende der kurzen Werbeunterbrechung und zurück zum Video.
Alter, das hoch und runter und nochmal scharf und nochmal scharf. Das ist völlig anders als bei uns, völlig. Oh geil. Sprünge alle sehr kurz. Außer in der Treppe, die ist so ausgefahren, dass die war schwer, weil vorher ein bisschen schlammig ist. Wenn ich dann leicht mit dem Hinterrad weggegangen bin, dann glaube ich, ja, hast du aber lieber nicht gemacht. Aber ansonsten alles easy. Wenn es jetzt nicht drauf regnet und wirklich die alle fahren, die jetzt hier sind, glaube ich, haben wir in einer Stunde, anderthalb Stunden wirklich richtig gute Strecke. Gut, Mütze auf, was essen, was trinken. Los jetzt, die Juten von der Heimat, aus der Heimat. Ne? Ich kann mit ihm spielen. Also, oder? War ja auch schnell. Das jetzt schon wieder. Guck mal. Ja, mehr ist geil. Geil. Nee, das reicht ja völlig hin, ist so gut. Ja. Die kriegt man doch besser wieder sauber. Warum möchtest du gucken? Ja, wir müssen halt eben. Heute, siehst du, gestern haben wir wieder neue Lampen. Wir müssen hier seine Klamotten am Waschbrett. Ich naja. Okay. Das spielt echt keine Rolle, ob ich mit dem Ding fahre oder Tom. Das sind hier, das ist mehr als unser Gewichtsunterschied. Ja. Fahrwerk anpassen noch. Alter, wenn das so weitergeht, ja, was willst du machen? Die ersten Runden brauchst du ja das andere. Mann. Es fühlte sich eigentlich erst rutschig an, aber jetzt, ey, das klebt so heftig. Das hat sich links und rechts am Reifen so angeklebt, dass es dann vom Schützer der Gabel abgeschert wurde und ich den ganzen Schlamm hoch zwischen Gabel und Schützer hatte, musste ich da gerade rauspulen. Hat aber für mich Spaß gemacht. Jetzt fängt es gerade an zu nieseln, da ich jetzt nicht so Bock, aber es sind einige Leute da. Wenn wir das jetzt alle schön trocken fahren, ist eigentlich nachher echt toppi. Ich glaube, Nico hat nachher auch Spaß mit einem Film hier oder Drohne, wenn sie dann wieder voll ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann... Weil wenn da oben die Berge und so, sieht schon krass hier aus. Auch der Weg hierher, ich hab's ja nicht ganz so mit Höhe. Alter Schwede, fährst du Serpentin hier runter, wenn du da links guckst, jetzt gefühlt 200 Meter einfach nur bergab. Wenn du da abstürzt, kannst du... Ist vorbei. Aber dickes Häuschen hier mit Bar und Kamin im Haus und so. So eine Vereinshäuser haben wir in Deutschland nicht. Nee. Ja, 25 Euro Streckengebühr. Jetzt nochmal kurz, 2-3 Minuten Pause nochmal und dann geht nochmal los. Los geht's. Halb so dreckig wie vorher oder was? Ja, ich glaube, so langsam komme ich in Süd in Fahrt, würde ich sagen. Oder? Mit der Kamera? Ja, gut aus. Aber hier musst du richtig, zum Glück bin ich Steinbock als Sternzeichen. Hier musst du richtig krabbeln. Glaube ich, ne?
Selbst wenn ich sage, da ganz hinten hin, brauchst du ja nicht hingehen, da passiert eigentlich nichts. Ich glaube, beim nächsten Turn mache ich mal die GoPro. Mach mal. Wer, auf jeden Fall. Ja. Mach das mal. Wir müssen nur, dass hier unten ist Scheiße am Kosten. Ja. Wenn ich richtig am Ackern bin, klopp ich mir da jing. Ditching im Ofen. Es gibt ja Aufsätze, die, wo du die hier hinklemmst. Ja. Da müssen wir mal gucken, ob du die dann vielleicht trotzdem vernünftig einstellen kannst, wisst ihr? Tja, jetzt waren gerade alle perfekt eigentlich vom Boden, richtig toppi. Wenn das jetzt noch relativ zeitnah aufhört, alles wieder gut, dann ist wieder das erste Fahren ein bisschen doll, aber dann nachher geht es. Und wenn jetzt gefühlt alle abhauen und in 20 Minuten so regnet. Aber was sagt die Wetter? Wir können ja mal gucken. Die sagt, dass das jetzt eine Stunde so geht. Scheiße. Aber ist das geil, dass wir runterstehen können, oder? Ja. Das ist wirklich top, weil sonst hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr. Wenn wir jetzt im Regen stehen würden, wäre Arsch. Eine Stunde lang, guck mal an hier. Reicht doch eine Stunde. Ja, das ist der ganze Tag ja auch bis Abend hin. Nee, das ist schon wieder anders. Anderthalb Stunden wollten wir jeden Tag schaffen, Training. Ja, 45 Minuten haben wir nur. Ja. Also wir sind noch nicht fertig heute, geht noch nicht. Ich bereite alle vor jetzt hier schön und dann... Wenn man das so macht, muss man ein bisschen aufpassen, dass du nicht das Kettenschloss rausdrückst. Aber, war aber ganz andere, der, wie man auch alles sieht, ist ja alles blank. Warum ist das alles blank? Das ist dieses Jahr alles blank, weil wir dieses Jahr völlig unser eigenes Ding machen. Ich bin bei Gripmesser ausgestiegen dieses Jahr, mich auch nochmal für die Zusammenarbeit alles bedankt, weil wir dieses Jahr als MX Lines komplett unser eigenes Ding machen und dafür auch noch Sponsoren suchen. Ja, also überall hier, ja, außer hier steht MX Lines, aber überall sonst und auf den Klamotten kann natürlich dann auch euer Name stehen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr eine coole Idee habt und oder wir bieten auch etwas dafür. Wir sind ja jetzt keine, wir müssen irgendwie sponsern werden, weil wir so cool sind oder so. Nee. Wir bieten auch gern was im Austausch dafür, denn wir haben ja auch Fähigkeiten hinter der Kamera etc. und auch Editing und Marketing, alles Mögliche. Wenn ihr da Interesse habt, einfach bei Insta schreiben oder noch besser eine E-Mail bitte an diese E-Mail-Adresse hier schicken. Und dann kann ich die nämlich direkt beantworten und dann kriegt er von mir mal einen Videolink, richtig persönlich, den kein anderer sonst kriegt. Der ist nur für Leute, die Interesse am Sponsoring haben. Kriegt ihr nochmal ein Video zugeschickt, wo wir die ganze Sache nochmal ein bisschen präziser vorstellen, was dieser der Plan ist, was genau wir dafür auch geben möchten. Wir freuen uns über alles und jeden. Auch muss keine große Firma sein. Wenn du einfach aus der Region bist und irgendein kleines Unternehmen hast und sagst, ey, ich würde euch einen Huni für Sprit sponsern, irgendwas, super, perfekt. Hilft uns wirklich, wirklich viel. Was, Marc? Also ich glaube, hier komme ich nicht durch. Ah, da geht die Strecke lang. Da müsste ich eigentlich noch irgendwie hin. Ah. Kleiner Trampelpfad ist hier, ja. Ah, ich glaube, der ist von irgendwelchen Tieren oder so. Ja, siehst du, hier haben wir es schon. Da müssen wir hin irgendwie. Hier. Meine Jacke soll hell bleiben. Meine Hose hoch! Mann! Alter, selbst hier geht's runter, Alter. Sieht man ja nicht. Alter, ich glaube, da hinten komme ich nicht hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich glaube, hier ist die Strecke hoch irgendwo. Ja! Das mag.
Ich glaube, ich muss hier mal schnell mal rüber. Vielleicht findet man ja hier noch ein paar Heidelbeeren. Frühstück. Das geht ganz schön runter hier. Ja, selbst da oben ist die Strecke. Ist voll geil eigentlich. Ich glaube, wir können langsam zurück. Alter, wo bin ich hier? Ich hab mich verlaufen. Scheiße.